Frau Dr. Alice Weidel hier bei mir, die Bundesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der AfD. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Ja, hallo Frau Kaiser, schön hier zu sein. Ist natürlich ein super Ergebnis, ne? Also wir können drei Dinge festhalten. Das erste ist, wir haben die stärksten Zugewinne von allen anderen Parteien. Wir sind stärkste Kraft im Osten und wir sind zweitstärkste Kraft im Bund. Wir haben insgesamt ein sehr, sehr starkes Ergebnis reingefahren, was auch ein ganz wichtiges Signal jetzt für die Wahlen in Ostdeutschland ist. Und ja, ich bin absolut froh und es ist auch verdient, weil die vielen, vielen Wahlhelfer und die Wahlkämpfer, die haben so tolle Arbeit gemacht. Und ich will das auch gar nicht schönreden. Wir hatten einen schwierigen Start im Wahlkampf und wir haben wirklich sehr, sehr gut die Kurve gekriegt und alle haben mitgemacht. Und dann haben wir jetzt so ein Ergebnis. Toll. Auch Sie selbst waren im Wahlkampf sehr aktiv. Sie haben viele Veranstaltungen gemacht. Wie haben Sie die Stimmung auf den Veranstaltungen wahrgenommen? Ja, ist natürlich super gewesen. Ne? Also uns haben sie die Bude eingerannt, wie man das so schön sagt. Also es war eine sehr, sehr gute Stimmung und dementsprechend bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Bleibt heute Abend denn noch Zeit zum Feiern oder sind Sie eingespannt und müssen direkt weiter? Also heute Abend kann ich leider nicht feiern, aber das hole ich dann noch nach. Ich muss gleich weiter in eine Wahlsendung mit dem Parteivorsitzenden und solche Wahlabende sind für mich immer Arbeit. Vielen Dank, Frau Dr. Weidel. Dankeschön, Frau Kaiser.